play there, actually, from Killefish. Ridiculous match. Yeah, that's a great comeback for Killefish. Oh, no. Killefish are going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Schocks und es gibt wieder Neuigkeiten. Es ist wieder was passiert, was es ja so vorher wirklich noch nicht gegeben hat. Und zwar, ihr seht hier im Hintergrund die vier Jungs von TCM Gaming. Der eine oder andere sollte mit Sicherheit bekannt sein. Hier von links nach rechts haben wir einmal Moose, wir haben Chert, wir haben Ganji und wir haben Shine. Das Team besteht ja schon seit längerem und die vier werden in Zukunft in Amerika spielen in der MLG Pro League Season 2 und viele von euch fragen sich sicherlich, wie das ja sein kann, da die Qualifikationen dafür bereits vorbei sind. Da habt ihr auch recht, die Qualifikationen sind vorbei, jedoch hat es TCM Gaming aus deren Sicht sehr, sehr schlau gemacht. Die haben sich von Ever Gaming den League Spot gekauft. Es ist nicht bekannt, warum Ever Gaming den verkauft hat oder wie viel da gezahlt wurde. Es wurde zwar eine Zeit lang, beziehungsweise gestern war halt das Gerücht im Umlauf, dass es nur $3,000 gewesen sein sollten, wurde aber auch schon wieder revidiert von TCM Gaming, dass es nicht die 3.000 waren, sondern dass es angeblich mehr war. Da ist jetzt auch nichts genaueres bekannt, wie viel da letztendlich für diesen League-Spot gezahlt wurde und warum Ever Gaming diesen Spot verkauft. Verstehe ich persönlich auch nicht, da einfach dieser Spot sehr, sehr viel wert ist in meinen Augen im E-Sport-Bereich, vor allem im Call of Duty E-Sport-Bereich, da das ja ein Haufen Promo ist. Zudem ist es wirklich sehr, sehr schade für die Spieler und meiner Meinung nach dürfte die MLG das auch gar nicht zulassen, dass die Spieler da so über den Tisch gezogen werden. Ihr müsst wissen, wenn man in der MLG Pro League Season einen Spot hat, also als Spieler einen Spot hat, bekommt man auch monatlich Geld dafür, dass man da mitspielt, also man kann das Ganze mehr oder weniger hauptberuflich machen. Und in dem Ever-Team waren Accuracy, wenn man ihn so ausspricht, Happy, TJ Haley kennt einige von euch von der UMG, der wurde ein bisschen für Furore gesorgt hat und wer war der vierte? Yuke war der vierte, genau. Die vier waren eigentlich berechtigt hier für diese MLG-Season zu spielen, haben jetzt alle vier durch den Verkauf den Spot verloren, den MLG-Spot verloren, angeblich wussten die auch gar nichts davon, also hat Ever Gaming das ohne die Spieler darüber zu informieren gemacht. Wirklich sehr, sehr scheiße von Ever Gaming, darf so eigentlich meiner Meinung nach auch nicht passieren, da ja nicht nur Ever den Spot hat, sondern auch die Spieler den Spot haben und die jetzt einfach so raus sind. TJ Haley ist zwar schon jetzt bei Elevate unter Vertrag und kann da mitspielen, aber nichtsdestotrotz finde ich das persönlich echt richtig kacke, dass die das einfach so machen konnten. Ich gönne es zwar einerseits TCM Gaming, andererseits finde ich es aber auch wieder schade, dass ein gutes europäisches Team jetzt nach Amerika zieht. Die werden übrigens auch komplett rüberziehen, was ich gehört habe, nach Philadelphia und werden sich da ein Haus holen, denke ich mal, über TCM Gaming finanzieren oder sie selbst mit dem Geld, was sie dadurch bekommen von der MLG. Weiß ich nicht genau, wie es da finanziell abläuft, aber irgendwie sowas in der Richtung wird da passieren. Ich fände es auf jeden Fall kacke. Andererseits gönne ich es, wie gesagt, TCM, da sie hier die Möglichkeit haben, ja einfach sich weiterzuentwickeln, da in NA das Ganze sehr oder viel mehr supported wird als in EU leider noch. EU ist zwar auf einem guten Weg und das ist jetzt wieder der andere Punkt, wo mir ein bisschen Sorgen macht, dass ich schade finde, dass ein Team wie TCM danach nach Amerika zieht. Weiß ich nicht, ob das wirklich so gut für die EU-Szene ist, da die EU-Szene meiner Meinung nach eh relativ gut am Wachsen ist momentan und auf dem richtigen Weg ist. Bei uns fehlt halt vielleicht auch noch so eine Pro League, wie es in der NA gibt, aber wer weiß, vielleicht kommt das dieses Jahr noch bei diesem COD oder beim nächsten COD, dass es halt dann wirklich eine Pro League gibt, wo die Spieler dafür Geld bekommen. Wäre meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung, wenn man das Ganze sehr, sehr professionell aufzieht, so wie es die MLG auch macht. Ich hoffe, dahingehend macht die Gfinity noch was, aber ich bin mir sicher, die machen dahingehend was, da nicht nur ich so denke, sondern auch viele andere EU-Pro-Player. Und wie gesagt, daher finde ich das irgendwie nicht so cool, vor allem auch nicht für die ERW-Spieler. Meiner Meinung nach dürfte sowas nicht sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dieser ganzen Geschichte haltet, wie ihr findet das oder wie ihr das findet, dass TCM jetzt in NA spielen wird, aber was eure Bedenken auch sind, was EU und so weiter angeht. Schreibt mir das einfach mal alles in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und wir hören die Tage wieder voneinander. Bis dann, ciao, servus, euer Schatz.